Heute bei Verstehen Sie Spaß Kids, Checker Tobi am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die Band Deine Freunde bei einem falschen Fantreffen. Ein widerlich glibbriger Powerdrink aus einem fernen Land. Und unsere Best of Prank Pun. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Hey ihr, willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Ich höre dich nicht, du musst schon das Mikro anschalten. So? Ja, jetzt höre ich dich. Also momentan darf man sich ja leider nicht mehr so mit Freunden und so treffen. Das heißt Schule, Treffen mit Großeltern und Konzerte fallen leider alle aus. Aber die Stars wollen ihren Fans natürlich trotzdem nah sein. Und genau deshalb waren wir den Jungs von Deine Freunde ein bisschen behilflich und haben ihnen ein super Fantreffen organisiert. Prank up! Fantreffen sind ja heute ein bisschen schwierig zu organisieren. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das einfach virtuell. Dazu bekommen wir hohen Besuch von Deine Freunde, die von Hausaufgaben und Schokolade rappen. Oma, gib mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Häschen, hör, hör, Häschen, hör. Zwei von drei Bandmitgliedern wissen aber nicht, dass unsere Kinder im Videochat Finn, Jonas und Carlotta eigentlich unsere Lockvögel sind und einige unangenehme Fragen in petto haben. Wenn sich dann auch noch die Mutter von Jonas dazu schaltet und gar nichts mehr checkt, dann geht's richtig rund. Aber schaut selbst, Prank up! Und hier kommen die beiden Ahnungslosen, Lukas und Pauli. Der Flo ist übrigens eingeweiht und unser Lockvogel. Und unsere kleinen Lockvögel sind auch schon bereit. Die sitzen nebenan in ihren vermeintlichen Kinderzimmern und werden gleich über Videoanruf zugeschaltet. Hallo! 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 Deine Freunde denken jetzt, der Jonas säße ganz weit weg zu Hause in seinem Kinderzimmer. In Wahrheit sitzt er so 10, 15 Meter weiter entfernt. So, schön, dass ihr alle da seid zu unserem Fantreffen. Und Jonas, du hast ja auch ein paar Fragen an die Freunde hier, oder? Mhm. Wer von euch hatte die Idee für das Video Schokolade? Mögt ihr Schokolade? Was ist eure Lieblingsschokolade? Die von meiner Mutter sind Schnapspralinen. Wusstet ihr, dass sie... Schnapspralinen? Okay, welche Schnapspralinen sind denn das? Keine Ahnung. Ah, keine Ahnung. Ich mag die nämlich nicht so gerne. Ich finde das immer komisch, wenn da Schnaps rausläuft. Du bist kein großer Fan davon. Nee. M-m. Jonas, dann würde ich jetzt mal die Carlotta dran nehmen. Pauli, was findest du eigentlich besser? Fettes Brot oder deine Freunde? Das ist aber eine fiese Frage. Dazu muss man wissen, dass der Pauli nicht nur Bandmitglied bei Deine Freunde ist, sondern auch DJ und Produzent für die bekannte deutsche Rap-Kombo Fettes Brot. Ich finde beide Bands genauso toll, aber mein Herz ist natürlich mehr bei den Jungs. Und du, wen findest du besser? Ich finde ja Fettes Brot besser. Oh, okay. Na gut, schade, dass es nicht deren Fanday ist, ne? Ja, das ist wirklich schade. Ja, ja, ja. Aber kann man nichts machen. Hallo Finn! Ihr habt doch im Weihnachtsalbum ein Lied gemacht über den Klimawandel. Und dann habt ihr ja schon ein bisschen älter, vor ein paar Jahren, auf einem Kreuzfahrtschiff ein Musical geschrieben. Wie passt das zusammen? Oh, okay. Jetzt würden wir das vielleicht nicht mehr machen, aber damals haben wir das Geld gebraucht. Also war ich früher der Klimawandel egal, denn ihr brauchtet Geld. Das ist verkürzt ausgedrückt. Vielleicht, nee, also würde ich nicht sagen, dass uns das egal war. So langsam kommen die Jungs ins Schwitzen. Jetzt geht es an die Geschenke. Da wird die Stimmung besonders gut. Okay, was war denn dein Geschenk? Oh, Jonas, Mensch, hockst du jetzt? Wir haben gesagt, eine Viertelstunde. Jetzt hockst du immer noch hier. Mama, das sind doch deine Freunde. Das sind doch nicht meine Freunde. Das sind doch nicht meine Freunde Jonas. Oh, die Mutter von Jonas checkt aber auch gar nichts. Jetzt ist der arme Junge erstmal offline. Dabei hat er sich so gefreut. Wir machen hier einfach mal kurz 5 Minuten Pause. Ich versuche mal, den Jonas wieder reinzuholen. Okay. Ich verlasse kurz den Raum, um die Jungs mit der Situation allein zu lassen. Hier stimmt doch was nicht. Huh, kommt Lukas uns etwa jetzt schon auf die Schliche? Du bist im Boot. Irgendwas ist hier komisch und du machst da mit. Hier sind keine Kameras. Ach, deshalb hast du dich hier gerade so umgeguckt. Doch, hier sind wohl Kameras. Und zwar da, da und da. Aber er entdeckt sie nicht, weil wir sie so super gut versteckt haben. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt einfach direkt weiter mit den Geschenken. Okay. Soll ich aufmachen? Oder willst du das hier aufmachen? Sehr gut. Ja. Das sind, Tschüss! Sind schön. Die sind aber schön. Das war eine Lüge. Könnt ihr die für mich tragen? Wir könnten sie einmal
Wir können da einmal reinschlüpfen. Das ist auf jeden Fall eine Mütze, die schon dem Lukas definitiv passen würde. Na, über so eine Mütze freut man sich doch fast so sehr wie über Socken von Oma zu Weihnachten. Wenn ich ein Rentierzüchter in Lappland bin, später mal, dann hält die mich warm. Sind sehr eng, die Tütüs. Die sind. Aber wollt ihr echt jetzt, ja? Naja, komm, eine Runde ist ja jetzt. Machen wir jetzt. Wir singen das Lied aus Bibi und Tina. Okay. Und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen den Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Ich wollte euch fragen, beziehungsweise dich, ob du die Rache der Blockflöte darauf spielen könntest. Du hast leider nicht geübt, fauler Hund. Für Ausreden gibt es überhaupt gar keinen Grund. Für dich die Rache der Blockflöte gespielt auf deiner selbstbemalten Blockflöte. Wow, das klingt ja schon fast gut. Ich möchte ein Selfie mit Lukas. Okay, gerne. Nur mit Lukas? Nur mit Lukas. Die anderen finde ich nicht so toll. Obwohl ich bei Fettes Brot bin. Kannst du ein bisschen cooler posieren? Nee, so ein bisschen mehr Hip-Hop. Mach mal mehr Gangster. Noch mehr Gangster. So wie die Models immer. Kannst du die Hände so hinter den Kopf machen? Du meinst du so? Ja, so finde ich cool. Ja, ich finde es auch mega cool. In der Zwischenzeit konnten wir endlich wieder Kontakt zu Jonas aufbauen und seiner Mutter, die immer noch nichts checkt. Dann kommen wir ja mal wieder zum Jonas. Jonas. Jonas, du bist ja... Du hängst schon wieder davor. Das ist doch eine... Der Jonas, der hat ein Fantreffen gewonnen und... Wir machen keinen Straßenrap, gute Frau. Wer sind Sie? Wir sind die Band Deine Freunde. Gott, ey, heute wollen alle meine Freunde sein. Ich habe keine Freunde im Internet. Es tut uns leid. Ich muss es jetzt hier an dieser Stelle auch mal beenden. Ein letztes großes Geschenk haben wir noch. Denn wir haben zum Finale ein riesiges Überraschungsgeschenk vorbereitet. Da ist was Gruseliges drunter. Oh yes, ich habe Angst. Bestimmt ein großer Papagei. Das sind einfach nur die nächsten Geschenke. Die Freunde werden aber auch langsam stutzig und gruseln sich ein bisschen. Unsere Kameras konnten sie trotzdem nicht finden. Aber was halt krass ist, Pauli, aber es ist doch, es kann mir doch keiner erzählen, hier hängt keine Kamera. Und vor allen Dingen, wo sind die beiden immerhin? Ich traue mich nicht, da reinzugucken. Da ist bestimmt ein großer Papagei drin. Das ist doch gruselig, Leute. Bin es nur ich? Es ist doch alles gruselig. Hier ist keine Kamera, deswegen, ich habe schon geguckt, ob da irgendwie irgendwas hängt, aber hier ist... Na, dann wollen wir sie doch mal erlösen. Oh! Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids! Yeah! 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 Herzlich willkommen! Hey, guck mal, da fehlt. Also erstens da zum Beispiel. Da drin. Da drüben ist das Pendant dazu. Eben noch im Clip und jetzt hier bei uns im Interview deine Freunde. Herzlich willkommen Lukas, Flo und Markus. Jo, gerne. Hi Maxine. Richtig cool und vielen Dank nochmal, dass ihr so gut mitgemacht habt. Flo, du warst ja von Anfang an eingeweiht. War es dir nicht irgendwie unangenehm, die anderen so anzulügen und reinzulegen? Hattest du ein schlechtes Gewissen? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ja, ich aber auch. Hey, ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen von Sekunde 1 bis zum Ende 0. Es war allerdings eine schwierigere Aufgabe, als ich es mir vorgestellt hätte, das so weiter, also die ganze Zeit vor den Jungs durchzuziehen. Wir kennen uns ja jetzt schon über 10 Jahre und sehr gut. Und die haben schon gemerkt, dass ich nicht so ganz normal drauf war, wie vielleicht sonst. Und das war nicht leicht für mich. Ja, und Flo ist jetzt auch nicht so, dass Flo nicht manchmal auch so komisch ist. Deswegen ja, genau. War es jetzt also nicht, ist nicht so aufgefallen. War nicht so super auffällig, ja. Gleich am Anfang. Richtig lustig fand ich auf jeden Fall auch euren Steckenpferd-Tanz im Tütü. Macht ihr sonst auch so jeden Blödsinn mit? Also wir haben einen Hang zur Verkleidung. Wir mögen es sehr, sehr gerne, uns zu verkleiden. Wir haben uns im Laufe unserer Karriere schon als Mütter und Väter verkleidet, Mann wie Frau als Wichtel verkleidet. Neandertaler. Als Neandertaler, als Aliens. Astronauten. Also wir finden Verkleiden ziemlich Schotten. Cool. Deswegen war das nicht schockierend für uns tatsächlich. Es war so, dass wir
ich habe ja dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, als sie noch weitermachen wollte. Ich dachte dann so, man muss jetzt auch nicht, nur weil es Fans sind, man muss ihnen jetzt nicht jeden Wunsch erfüllen. Aber so den Erstwunsch kann man schon noch erfüllen und das hat uns jetzt, glaube ich, nicht so schockiert, oder? Also es stimmt, dass wir schon oft verkleidet waren, aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall die lächerlichste Verkleidung, die wir jemals anhatten. Ja, wenn man es tragen kann, ne? Also eine Frage hätte ich tatsächlich noch, Lukas. Du bist ja direkt am Anfang ein bisschen misstrauisch geworden, hattest Verdacht geschöpft. Wo war so die Stelle oder was war der Moment, wo du gesagt hast, das kann doch hier nicht stimmen? Es hat dann eine Weile gedauert, ehe ich mir sicher war, dass irgendwas wirklich nicht stimmt. Aber ich bin schon, der Raum, dieser Hotelraum, da war eine Sache, also ich habe die Kameras gesucht. Und das habe ich gesehen, wie du immer so angefangen hast, den Raum zu... Aber ich hab mich auch so ein bisschen wie so ein UFO-Verschwörungstheoretiker gefühlt, weil ich die ganze Zeit, während da dieses Interview lief, also... Ich dachte dann, vielleicht ist es nur die eine Kamera von vorne, die uns ja eh gefilmt hat, aber das hätte ja dann nicht gereicht. Also das hat mir dann noch so eine Art Restzweifel, also zumindest bis die Mutter kam, gelassen. Ja, gut, dass du uns nicht auf die Schliche gekommen bist, ja, sonst wäre der ganze Prank so ein bisschen im Eimer gewesen. Vielen Dank auch nochmal fürs Gespräch, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr beim Prank mitgemacht habt, ein bisschen unfreiwillig, aber ich hoffe, es hat auch euch ein bisschen Spaß gemacht. Tschüss, macht's gut! Tschüss! Tschüss. Ciao, ciao! Und jetzt schnallt euch an, jetzt kommen wir zu einem weiteren absoluten Highlight. Trommelwirbel. Bühne frei für Checker Tobi! Wow. Checker Tobi glaubt, er checkt alles. Aber nicht bei uns. Da hat er nichts gecheckt. Check ich nicht. Dann check den Prank. Clip ab. Raketencheck, Kältecheck, Schmuckcheck oder auch Gefängnischeck. Normalerweise stellt sich Tobi oder auch du dir, Julian, zu Beginn jeder Sendung und den Zuschauern diese spannenden Checker-Fragen, die ihr dann in der Sendung beantwortet. Das ist übrigens Checker Julian, ebenfalls Moderator in der Checker-Welt und heute einer unserer Lockvögel. Genau, aber heute gibt es für Tobi keine Antworten auf diese Fragen, sondern es gibt nur Fragen. Heute wird Tobi vom Checker zum Nullchecker. Kriegen wir hin. Mit einem richtigen Katastrophentag und Albtraum für Tobi. Unter anderem sorgt dafür unsere Schülerpraktikantin Tina. Ja, ich werde ihm das Leben schwer machen. Prank up! Und hier kommt auch schon unser Freund Checker Tobi, der gerade in seinen nicht so typischen Arbeitstag startet. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der immer fragt, wer die Action mag. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Das ist Ina, die wir heute für Tobi extra Tina nennen. Es ist ihr größter Traum, einmal Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß Kids zu sein. Gemeinsam mit Dein großer Tag erfüllen wir ihr heute diesen Wunsch und lassen sie Checker Tobis nervige Praktikantin spielen. Dabei strapaziert sie ganz schön seine Nerven. Tobi kümmert sich heute um die Vertonung seines gerade fertig gedrehten Zahnchecks. Das heißt, Tobi muss noch Texte vorlesen, die anschließend auf die Bilder gelegt werden. Tobi ärgert sich regelmäßig über einen klitzekleinen Aussprachefehler mit den Sch-Lauten, die aber sonst niemand so wirklich wahrnimmt. Also, alle bereit? Dann kommt hier der Zahncheck. Also wir hören nichts, aber er nimmt es wahr und arbeitet sogar dran. Ich freue mich schon total, hier zu sein. Hallo! Hallo! Wer bist denn du? Wow, ich bin Tina. Hallo Tina. Herzlich willkommen. Du bist heute den ganzen Tag da, wa? Ja. Spitzenmäßig. Ich freue mich super, hier zu sein. Ich bin nur aufgeregt. Du musst gar nicht aufgeregt sein. Wir vertonen gerade den Zahncheck, wie du da sehen kannst. Ja. Und wenn du magst, kannst du dich auf das Sofa da setzen und es dir gemütlich machen und zugucken. Tina ist übrigens die Patentochter von Tobis Chef. Also behaupten wir zumindest. Da sollte er natürlich besonders freundlich sein. Und sie fühlt Tobi sofort, na klar, auf den Zahn. So macht er das mit dem Stift? Das macht man, also ich mache das, um danach noch deutlicher zu artikulieren. Und ich habe auch einen leichten Sprachfehler, den ich jetzt demnächst mal angehen muss, wenn meine Zähne fertig korrigiert sind. Sonst habe ich immer noch einen Korken. Man macht es oft mit einem Korken. Siehst du, wie ich jetzt schon Korken sage und nicht mehr Korken? Mir ist das auch schon mal aufgefallen. Eben als du gecheckt gesagt hast, hat sich das so mäßig angehört. Cool, Tina, danke. Der größte Teil des Zahns besteht aus sogenanntem Dentin. Ganz innen befinden sich noch Blutgefäße und der Zahnnerv. Ich fand's noch nicht so richtig perfekt. Nee, was würdest du noch anders machen? Also ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Aussprache achten, weil ich habe es gerade schon ziemlich krass noch rausgehört. Ja? Also ich weiß nicht, ob am Ton irgendwas nicht stimmt oder ob es an Marian, stimmt was am Ton? Also ich finde, das war sehr gut gesprochen. Was? Bei Zahnschmelz. Hast du Zahnschmelz oder so? Ja. Ich muss auch sagen, also jetzt, wo ich das so höre, ich krieg's nicht besser hin. Ich kann Zahnschmelz. Ich habe hier auch eben mir noch so ein
Kennt ihr das Zungenbrecher? Das habe ich mir rausgesucht, habe ich mir extra aufgeschrieben. Und zwar heißt der 7 Schneeschaufler schaufeln 7 Schaufeln Schnee. 7 Schneeschaufler schaufeln 7 Schaufeln Schnee. Vielen Dank. Bitteschön. Mit ein bisschen Feuchtigkeit werden die Holzfasern zu weichen Bürsten. So komisch hat sie da bei Bürsten geklungen, fand ich. Bei Biss? Bürsten. Bürsten. Also ich spreche heute nicht schlechter oder besser als bei den 150 Sendungen, die ich davor vertont habe. Das ist auch noch ein Punkt, die Marion wird ja danach noch den Ton anpassen. Oha, jetzt muss sich Tobi schon für seine Praktikantin Ausreden einfallen lassen. Ich gehe mal was anderes anschauen. Was anderes angucken, heißt in der VSS Kids-Welt so viel wie für noch mehr Chaos sorgen. Während Tobi weiter Texte einspricht, räumen Tina und unser Team ganz schnell fleißig seinen Schreibtisch auf. Klingt im ersten Moment nett, ist aber eigentlich ganz schön böse. Aber. Aber. Und da kommt auch gleich die nächste Überraschung. Tina hat nicht nur verbotenerweise Tobis Schreibtisch aufgeräumt, sondern auch seine neuen Autogrammkarten extra für ihn unterzeichnet. Rechtschreibfehler und blöde Witze inklusive. Wow, also, wer war das? Was? Das? Was steht da drauf? Ich weiß auch nicht. Hast du nicht gemacht? Nee, aber das ist ja... Das ist auch auf einmal so ordentlich bei dir. Ja, wer war denn das hier? Aber es sieht doch eigentlich gut aus. Also das ist ja auch sehr praktisch. Ich meine, so ein paar kannst du ja so lassen. Hallo! Warst du das? Ja. Hi, bist du Tina, oder was? Ich hab gedacht, ich mach dir eine kleine Freude. Das ist eine ganz liebe Freude. Das war gelogen. Bitte! Ich weiß ja gar nicht, wohin mit mir. Toll, ja, die werde ich in Ehren halten. Und warst du das auch? Ja. Aber also, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich hier abarbeiten muss. Aber du freust dich schon, oder, dass ich jetzt deinen Schreibtisch aufgeräumt habe? Ja, ich freue mich total. Ich bin ein bisschen überfordert von so viel übergriffigen Verhalten, aber danke trotzdem. Ist das okay? Mhm. Aber das, also dass du... So ich gehe dann mal. Also ich dachte jetzt so richtig schlechtes Gewissen jetzt. Warum? Wegen Tina. Ja, was hat sie denn gemacht? Sie hat meinen Schreibtisch aufgeräumt. Sehr lieb und so. Und sie hat auch 50 Autogrammkarten, die wir jetzt wegwerfen können. Das ist auch lieb. Aber ich habe ihr halt, ich habe nicht ausgiebig genug meine Freude gezeigt. Sie hat gesagt, freust du dich überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich freue mich, aber es ist ein bisschen übergriffig. Das habe ich gesagt. Und dann? Dann war sie traurig. Ich habe für euch Nudeln gekocht. Nicht dein Ernst? Ja. Oh, also, das ist für Tobi. Also, Tina, ich weiß gar nicht, wo wir. Vielen Dank. Bitteschön. Danke. Und das ist für dich. Danke. Cool, vielen Dank. Und hier. Jetzt hole ich noch die anderen Portionen. Einen Moment. Mm-mm. Was du nämlich nicht weißt, die liebe Tina hat dein Lieblingsessen, Spaghetti mit Pesto, nämlich total versalzen. Alle bekommen leckeres, frisches Pesto, aber du darfst eine Menge Knoblauch mit 18 bis 25 Prisen Salz essen. Da läuft einem doch das Wasser im Munde zusammen. Nicht. Hier für dich. Danke. Bitte. Das ist mega lieb, danke. Vielen Dank, Tina. Ich gehe noch ein bisschen gucken. Vielleicht kann ich doch hier und da ein bisschen was aufräumen. Also essen wir es jetzt einfach? Ja, ich weiß nicht, oder? Aber alle gleichzeitig. Wir alle zusammen. Guten Appetit. Salzig. Boah. Das geht, ey. Das ist heiß. Salzig. Aber sonst? Das ganz normale. Ach, ja. Kannst du mal bei mir probieren? Ein salziger ist als dein. Wirklich jetzt. Corona und so weiter? Sorry. Das kann man nicht essen. Ist schon salzig. Das kann man nicht essen. Ist das so schlimm? Da ging es ja schon so richtig zur Sache. Aber im zweiten Teil geht's bei Checker Tobi noch mal so richtig rund. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und deswegen habe ich auch einen kleinen Pausensnack für dich vorbereitet. Sag mal, magst du eigentlich Smoothies? Hm? Pürierte Fruchtgetränke aus Obst. Ja, die sind voll lecker. Kann man zum Beispiel selber machen oder auch im Supermarkt kaufen. Quello ist genauso eine Art Power-Smoothie. Das Rezept ist allerdings streng geheim und, halt dich fest, schon 350 Jahre alt. Ja, solange das Obst in Quello nicht 350 Jahre alt ist, kein Problem. Na, da kennst du unseren Quello noch nicht. Hang up!
Sneakers, Cola, Smartphones, für alles gibt es Werbung. Und auch die Leute, die ihr Gesicht für dieses Produkt hergeben. Genau so jemanden suchen wir heute, und zwar für Quello, der Power-Smoothie aus dem fernen Osten. Unsere ahnungslosen Teilnehmer müssen den Smoothie präsentieren und probieren. Außerdem sollen sie mit einem tollen Tanz zeigen, wie viel Energie Quello ihnen verleiht. Und wie das Zeug schmeckt? Oh, darüber wollen wir lieber nicht reden. Aber das werden unsere Opfer spätestens dann merken, wenn sie das vor dem stolzen Gründer und Chef von Quello probieren müssen. Wladimir Schleiloch. Der spricht natürlich kein Deutsch. Aber natürlich spreche ich Deutsch. Das werden wir unseren Opfern allerdings nicht verraten. Also, ab an die Arbeit. Prank up. Hi, ich bin Sinan, ich bin Casting-Assistenz. Hier ist schon mal Desinfektionsspray für die Hände. In diesem Raum können sich unsere Bewerber kurz alleine zurückziehen und auf ihren großen Auftritt vorbereiten. Ja, dann mal viel Erfolg, Leute. Machst du schon. Toi, toi, toi. Danke. Wenn du noch irgendwas brauchst, Fragen hast, ich bin draußen, ne? Ja, danke schön. Die Bewerber haben noch ganz kurz Zeit, um ihre Performance zu üben, weil sie das Produkt nämlich mit einem Tanz präsentieren sollen. Auch das richtige Trinken wird besser nochmal trocken geübt. Allerdings wird sie das nicht darauf vorbereiten, was sie gleich erwartet. Bist du bereit? Ja, besser wird's nicht. Okay, das ist der Herr. Schleiloch. Dann Musik, Slogan und dann anfangen zu tanzen. Ja. Quello verleiht Tanzbeine. Это все, это стоп, это подожди, это стоп, это стоп. Так вот нужно, вот это все нужно побольше так вот делать. Der Herr Schleiloch spricht hier im Übrigen keine Fantasiesprache, sondern Russisch, die Muttersprache unseres Lockvogels. Auch wenn wir nichts verstehen, der Herr Schleiloch sagt nur liebe Sachen. Может быть больше каких-то движений сделать вот таких вот, чтобы это. Ich übersetze das mal kurz. Also wirklich kurz. Ja, voll dann gut. Das Einzige, was noch am besten wäre, wenn du es so machst, wie er das eben gemacht hat. So, er würde gern seinen Tanz sehen. Mhm, versuch das mal. Ah ja, ein toller Tanz. Klatschen, klatschen, drehen, klatschen. Das ist nicht zum Rhythmus. Nochmal klatschen. А вот так что хорошо это все было. Потому что вот когда от сердца оно идет, вот так вот оно идет, вот это все хорошо получается. Вот так вот все. Er findet super. Was würden wir nur ohne meine präzisen Übersetzungen tun? Der Herr Schleiloch hat noch einen kleinen Zusatz mitgebracht. Und zwar suchen wir ja nicht nur ein Gesicht für Quello, sondern auch den passenden Körper dazu. Dazu haben wir ein kleines Kostüm hier. So. Oh, wie süß. Kostüm? Brauchen wir eigentlich nicht. Aber dann sieht das Drehen und Klatschen noch lustiger aus. Und dann bist du bereit, um das echte Quello probieren zu dürfen. Mhm. Du bist der Erste in Deutschland, der das jetzt probieren darf. Hier erzählt Herr Schleiloch die herzzerreißende Geschichte von seiner Oma, die ihm dieses Getränk immer zubereitet hat. Nur verstehen unsere Teilnehmer leider kein Wort. Immer lächeln und nicken. Es ist eine große Ehre, also ja. Ja? Sie sind einer der Ersten, die das überhaupt jetzt... Echt? Okay. Aber wie sieht das Rezept denn nun wirklich aus? Naja, wir hätten da Flohsamenschalen, Sauerkrautsaft, fiesen Weinessig, Tomatensaft, Öl, Wasser, ordentlich Senf und eine Portion Chili. Das alles rein in die leckere Quello-Flasche. Ist da etwa jemand skeptisch? Ich habe einen empfindlichen Magen, ne? Passiert nichts. Wenn du sagst, ich bin der Erste in Deutschland, das trinkt. Nein, also ich meine, die trinken das dort als Nationalgetränk. Die trinken das jeden Morgen. Ja. Bereit? Energie. Und nun das große Finale. Oh, was für eine Ehre. Mh, das schmeckt widerlich. Ganz wichtig für die Werbung ist natürlich auch, dass das Getränk möglichst genussvoll und langsam getrunken wird. Jetzt der letzte Schluck und den muss man richtig genießen, richtig. Das nennt man übrigens bei unserem Herrn Schleiloch auch Schmauen. Schmauen ist natürlich völliger Blödsinn, vor allem bei dem Zeug überhaupt nicht auszuhalten. Na Freundchen, wieso auch mal schmauen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich muss es gleich mal sacken lassen, aber es ist... Es ist ein bisschen säuerlich. Also darf man das sagen? Also darf ich sagen, wie es schmeckt? Ja. Knoblauch ist drin. Jetzt wird es richtig spannend. Hat es ihm gefallen? Moment! Kam da nicht gerade etwas vor, das wir verstanden haben? Verstehen Sie Spaß, Kids?
Also ich glaube, was der Herr Schleilerlach dir sagen will, du bist bei Verstehen Sie Spaß gelandet, Verstehen Sie Spaß Kids. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Herzlich willkommen. Ich verstecke mich hier. Grüße an die Kinder, die zuschauen auf jeden Fall. Jetzt mal ehrlich, wie hat's wirklich geschmeckt? Boah, stinkt. Na komm schon, trink. Boah. Aber ich hab noch meine Geheimwaffe, ja? Boah, okay. Geheimwaffe. So geht's vielleicht einfacher. Okay? Ja. Boah. Zum Wohl. Prost. Es schmeckt wie so eine Mischung aus altem Spülwasser und Stegefüßen. Boah. Machen wir lieber schnell weiter mit dem zweiten Teil vom Checker-Tobi-Prank. Im ersten ist ja schon Folgendes passiert. Hallo! Hallo! Also ich spreche heute nicht schlechter oder besser als bei den 150 Sendungen, die ich davor vertont habe. Hä? Wer war das? Was? Das? Richtig schlechtes Gewissen jetzt. Bei Gyo Den Giang Chong, Doi Da Hong, Tro Chang Tom Chobi, Tobi Chua Chong Toi. Hä? Das war vietnamesisch oder sollte zumindest vietnamesisch sein und heißt so viel wie jetzt kommt Phase 2 unseres Checker-Tobi-Pranks. Wollen wir doch mal schauen, ob er die Nerven verloren hat. Prank ab! Hello! Hello, my friend! Na? Das ist Johannes, ein guter Freund von Tobi und darüber hinaus noch der Regisseur seines ersten Kinofilms. Blöderweise verlässt Tobi gerade den Raum, sodass wir das Gespräch nicht direkt mitverfolgen können. Aber wir wissen natürlich trotzdem, was Johannes Tobi erzählt. Tobi und Johannes planen gerade den zweiten Kinofilm. Hierfür möchte das gesamte Team nach Vietnam fliegen. Das ist sehr weit weg. My name is Tobias Krell. I am the host of the... Damit Tobi aber trotz Corona einreisen darf, hat er vor ein paar Tagen extra für das vietnamesische Konsulat ein Video auf Englisch aufgenommen. Tobi erzählt hier gerade, dass er Vietnam sehr mag und allen Zuschauerkindern zeigen möchte, wie schön es dort ist. Und jetzt kommt der Johannes noch mit der Botschaft um die Ecke, dass das Konsulat in Vietnam dieses Video aber gerne noch zusätzlich auf Vietnamesisch hätte. Da gibt's nur ein klitzekleines Problemchen. Tobi spricht überhaupt kein Vietnamesisch. Nächste Station, das Checks-Studio, wo Tobi sein vietnamesisches Video aufnehmen muss. Tina ist natürlich auch am Start, auf unseren Kameras aber leider nicht zu sehen. So, liebe Kinder, jetzt alle zusammen! Hallo, Ten Toi La Tobias Krell. Tu Kak Lan Gui Julit. Toi Rat Vui Chi Ko Yu Ding. Klingt auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, wir probieren es einfach. Kannst du es auswendig? Nein, 0,0. Wenn du die ganze Zeit auf den Zettel guckst, dann sieht das so, weißt du? Abgelesen aus? Ja. Ich glaube, es wird abgelesen so aussehen müssen. Unprofessionell. Ja, so ist es. Dann lass es uns aber trotzdem nochmal machen, weil in der dritten Zeile hattest du dich, glaube ich, verhaspelt. Die Gemeinheiten kommen nicht nur von der Praktikantin Tina, sondern auch von seiner Kollegin Amelie. Sie zeigt sich unzufrieden und lässt ihn immer wieder neu einsprechen. Toi Lan Gui Noi Tiang Noi Tiang Diu Chin 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 Toi Ngirang Da Hong Nam Nam Ton Girang Da Hong Nam Tui Dip Kua Kak Ban Voi Tu Kak. Du sagst immer Kak, muss das so sein? Ja. Chua Chang Nai Lu. Ne, Lai. Tja, Julian, was war los mit dem Video? Ja, das Video an sich ist ja ganz fein, aber das, was Tobi da sagt, das ist natürlich die spannende Sache, denn im Grunde genommen versucht er jedenfalls dasselbe zu sagen wie in dem englischen Video. Da Vietnamesisch aber eine super schwierige Sprache ist, vor allem bei der Aussprache, können wir natürlich alles behaupten, was er da gesagt hat. Vielleicht war es gar nicht was Nettes, sondern eventuell hat er sogar das komplette vietnamesische Volk beleidigt. Nach der Aufnahme des Videos kehrt Tobi ziemlich genervt an seinen Arbeitsplatz zurück. Und es vergeht eine Weile, in der er ganz normal arbeitet. Aber was will denn jetzt der Johannes schon wieder? Jetzt ist ein bisschen stressig gerade, weil ich jetzt hier selber im Zoo bin, aber es gibt eine kurze Videokonferenz mit dem Konsulat. Das vietnamesische Konsulat in Frankfurt möchte mit Tobi nun in ein Videotelefonat. Und es gibt zwei Dinge, die Tobi noch nicht checkt.
Erstens, das Konsulat ist sehr wütend über die Großbotschaft. Und zweitens, dass sie nicht 400 Kilometer entfernt in Frankfurt sitzen, sondern unsere Lockvögel sind und nur ein paar Räume weiter vor einem Laptop sitzen. So, jetzt. Ich habe hier leider, ich bin hier unterwegs und habe hier leider einen ganz furchtbaren Empfang, aber jetzt sind wir ja da und können uns... Und da an so einem Katastrophentag natürlich alles schief geht, tut der Johannes jetzt so, als würde seine Verbindung abbrechen. Jetzt ist Tobi vollkommen alleine. Herr Krall, ich kann uns vielleicht mal kurz vorstellen. Das ist Frau Swan, das ist die Leiterin der Behörde. Und ich bin Frau La, die Übersetzerin. Das heißt, alles, was Sie mir sagen, wird ins Vietnamesische übersetzt. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, wir sagen danke, dass es so kurzfristig klappt. Đây chỉ có muốn ăn mỗi trái cây thôi. Keine Sorge, die Frau Swan ist natürlich nicht wirklich sauer. Sie erzählt etwas von Äpfeln, Bananen und anderem Obst. Hat nichts mit dem Thema zu tun, weiß Tobi aber nicht. Frau Swan sagt, dass sie ihre Grußbotschaft etwas irritierend findet, fast schon beleidigend. Und zwar nicht nur für sie selbst, sondern für das gesamte vietnamesische Volk. Okay, wow. Frau Swan fragt, was hat das mit Kinderfernsehen zu tun, wenn Sie solche Wörter in den Mund nehmen? Ich weiß wirklich nicht, von welchen Wörtern sie spricht. Also Sie müssen ja wissen, dass Vietnamesisch viele Intonationen hat. Ja. Und wenn man ein Wort falsch ausspricht, dann kann es wirklich zu Missverständnissen führen. Aber auf jeden Fall kamen in dem Text Affen vor, Hunde. Sie haben die Vietnamesen als Enten bezeichnet. Das ist nicht Ihr Ernst. Also das... Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Das, nichts davon habe ich in meinem Ursprungstext gesagt. Und hier geht's einfach nur darum, dass Frau Swan jetzt gleich aufstehen und den Raum verlassen wird. Ich regel das kurz, ich hole kurz den Chef dazu und dann reden wir mit dem nochmal weiter. Aber noch bevor der Chef unseres kleinen Konsulats in der Videokonferenz auftauchen kann, wird Checker Tobi seinem Namen gerecht und checkt, dass die beiden keineswegs in Frankfurt, sondern immer noch im nicht ganz so stillen Kämmerlein um die Ecke sitzen. Die Erleichterung steht unserem Tobi ins Gesicht geschrieben. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids! Dann haben ja quasi Fidelis damit, also stecken ja alle mit drin. Ja. Und du hast meine Nudeln heute Mittag wirklich verteilt. Deshalb habe ich auch so Durst. Der arme Tobi, der ist echt ganz schön ins Schwitzen gekommen. So ähnlich wie wir und unser Team manchmal bei unseren Drehs. So ein Verstehen Sie Spaß Kids Dreh ist manchmal eben ein ganz kleines Überraschungspaket. Wir wissen nicht, wie die Opfer reagieren, ob sie die Kameras entdecken oder ob sie vielleicht sogar Verdacht schöpfen. Und genau deswegen geht manchmal was schief. Hier unsere Best-of-Prank-Pun. Bei unseren Pranks läuft natürlich nicht immer alles glatt. Manchmal reagieren unsere Opfer anders, als wir es denken und manchmal machen wir auch ganz einfach mal kleine Fehler und fliegen auf. Deswegen heute einmal unsere Top 3 Prank-Fails. Platz 3. Die verrückte Nachbarin. Und nochmal. In diesem Prank spielt YouTuberin Sabrine Amiri eine ahnungslose Schülerin, die ganz dringend Nachhilfe im Matheunterricht braucht. Ich denke mal, du kannst dir auch logisch vorstellen, dass es auch Zahlen zwischen 1 und 2 gibt. Nicht direkt. Ich als Nachbarin finde Mathe aber gar nicht cool und störe, wo ich nur kann. Selfie Time! Miese Sache, echt. Ich glaube, jetzt hat mein Fahrrad einen Platten. Ich krieg das nicht mehr hin, wirklich. Lange ist es uns gelungen, unsere Opfer an der Nase herumzuführen. Doch dann ist uns dieser junge Nachhilfelehrer auf die Schliche gekommen. Und du hast jetzt schon wieder keinen Schlüssel, wie immer. Nee, ich habe mich ausgeschlossen. Da steht einer mit einer Kamera. Wo denn? Da steht einer mit einer Kamera drin. Wo denn? Da. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall muss ich jetzt hier irgendwie weiter. Ich sehe nichts. Guck mal, da ist einer mit einer Kamera drin, im Auto drin. Ich sehe nichts. Oh, da hat sich unser Kameramann aber nicht genug in seinem Auto versteckt. Erwischt. Ja? Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids. Jetzt ernsthaft? Ernsthaft, ja, du bist dabei. Aber Sie sind echt ein guter Mathelehrer. Platz 2, das verrückte Quiz. Kennt ihr das, wenn Erwachsene denken, sie wären super schlau und würden alles wissen? Echt nervig, oder? Deswegen zeigen wir ihnen heute, dass sie gar nicht so schlau sind, wie sie dachten. In diesem Prank wollten wir den Erwachsenen zeigen, dass sie gar nicht so schlau sind, wie sie immer tun. Wie viel Byte hat ein Maybe-Byte? Was? Ein Maybe-Byte. 1.048.576. Diesmal wurden nicht unsere Kameras entdeckt. Aber was sind das bloß für seltsame Knöpfe in unserem Ohr? Was machst du eigentlich hier? Ja, ich guck mal, wie sie das so machen. Guck mal, wie wir das so machen.
Ich muss noch mal fragen, warum hatten wir so Dinger im Ohr? Was, also du hast so eins, du hast so eins. Darf ich mal kurz sein? Hast du auch so ein Teil im Ohr? Nee. Was ist denn das? Wofür ist denn das? Da fallen selbst uns Lockvögeln keine Ausreden mehr ein. Also, wofür ist denn das? Ich höre nicht so gut. Ich auch. Ich bin taub. Ihr hört beide nicht so gut. Wir hören alle nicht so gut, aber ich gebe Ihnen mal einen Aufkleber. Das ist von meinem Hörcenter. Das war's? Von wem? Von meinem Hörcenter. Mein Arzt, der hat mir das gegeben. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids. Können beide ich nicht gut hören. Mir schon so was. Schauen Sie ich mal. Schon gedacht, genau. So, was macht denn das da hinten? Ist die Kamera. Sehr schön. Hier sehr auch schön mit dem Tarnnetz und da oben. Sehr gut. Ja. Habt ihr gut gemacht. Platz 1, das gruselige Puppenhaus. Findest du auch, dass Friedhöfe die allerschönsten Orte sind? Friedhöfe? In diesem Prank sind wir leider komplett auf die Nase gefallen, weshalb er auch leider nicht veröffentlicht werden konnte. Das wollten wir euch aber natürlich nicht vorenthalten. Hier haben wir für unsere kleinen Lockvögel einen Babysitter engagiert, den wir mit gruseligen Vorkommnissen etwas aus der Ruhe bringen wollten. Na, dann wollen wir mal schauen, wie sich unsere ganz jungen Lockvögel so schlagen. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Ich spiele immer mit denen. Ach, du kennst doch Gespenster. Clara, was hast du? Na, was denkst du denn? Einfach mal gruselig in der Gegend rumstehen. Du bist ausgeheckt von deiner Freundin. Das bleibt hinter uns. Die wird schon böse. Der Babysitter denkt ja, dass die beiden alleine sind. Zeit für ein bisschen Lärm. Nein, schau mal, das hier gehört hierhin. Oh Gott. Hallo. Hast du schon mal in den Sack geschlafen? In einem Sack? In einem Schlafsack habe ich schon mal geschlafen, ja. Was meinst du mit einem Sack? Wo die Toten sind. Ach, in einem Sack, ach so. Hier verschwindet unsere Kleine gerade, damit wir den nächsten Streich vorbereiten können. Doch dann... Moment! Halt, nein! Bleib sitzen! Och, nö! Hallo, ich bin der Edgar. Und mir ist langweilig. Ja, ich hab die Kamera leider schon gesehen. Da sind wir wohl aufgeflogen. Da waren unsere Streiche doch zu offensichtlich und der junge Mann hat die Kameras gesucht und gefunden. Hi, ich bin der Moderator von der Sendung. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids, ja. Du hast unsere Kameras leider schon entdeckt, ne? Ja, ja, ich hab's ziemlich schnell gerochen, den Braten. Echt? Hab ich ja super gemacht. Hast du gut gemacht, ja. Richtig gut gemacht. Das hast du auf jeden Fall aufgenommen. Wie ihr seht, bei so einem Dreh läuft nicht immer alles glatt. Bei all diesen Fails gibt es aber auch immer noch genug Leute, die drauf reinfallen. Wir haben dich gerade voll reingelegt. Das ist alles fake. Wir haben dich voll geprankt. Und Sie sind mit dabei. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Verstehen Sie Spaß Kids. Herzlich willkommen. Das war's jetzt mit Runde 1 von Verstehen Sie Spaß Kids. Wir hoffen, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß und ohne Torten geht's natürlich nicht. Playlist mit allen anderen Sendungen. Ja, hier geht's zum SWR Kindernetz Plus Kanal. Abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.